herzliches Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge die Rettungsmission für Bonnie gemacht haben, also Bonnie gerettet haben, nach dem Entführungstrauma, und wir leider keine andere Mission mehr geschafft haben, weil es uns von der Zeit her wirklich in den Rahmen gesprengt hätte, habe ich mir gedacht, gut, neue Folge, neues Glück, versuchen wir mal, vielleicht diese Folge eventuell zwei Missionen zu schaffen. Vielleicht. Je nachdem, wie lang die Missionen sind und was uns dann auch erwartet. Wir reiten mal erstmal auf unserem Pferd hier. Und dann schauen wir mal gucken, wohin der Weg denn jetzt geht. Siehst du, wir haben ja noch eine Mission. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt hier mit der waren. Ich weiß auch gar nicht. Wo wir das sehen können eigentlich, aber egal. Gut, wir gucken mal jetzt auf der Karte. Und ich würde mal sagen, wir reiten mal zu West Diggins. Mal gucken, was er für uns hat. Ist aber auch echt ein mieses Wetter hier in dem Spiel. Schauen wir mal, was er für uns hat.
Mr. Marston! How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready then? Yes, sir. Nearly, sir. Very nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my own Trojan horse here. What? Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage, to turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now I know that you ride very well. So come, sir, to Rathgar Fork! Let's go, my dear boy! I'll show you the way! Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier mit dem da irgendwie Geschäfte zu machen. Der bringt uns nur in Schwierigkeiten, der Typ. Besorge ein Pferd für das Rennen. Okay. Pferd, bleib hier. Okay. Also sollen wir wieder ein Reitrennen machen. Thank you.
Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ja, schaffen wir sogar. Okay, dann haben wir das auch erledigt, die Mission für West Deacons. Gucken wir mal auf der Karte. Wer aber bist du, dass du richtest? Da gehen wir mal hin. Okay. Jepps große Liebe. Aha. Okay, schauen wir mal. Wo ist denn unser Pferd? Da. Gucken wir mal, wo seine große Liebe ist. Okay. Ich glaube, mein Controller, die Batterien sind leer. Kleinen Moment. Das Gute ist ja immer, ich habe hier welche da. Das Blöde ist immer, ich muss dann immer in dem Moment, wo der Controller ausgeht, die Packung meistens immer erst noch aufmachen. Weil ich es nicht schon im Vorfeld tue. So. Das ist natürlich ein bisschen umständlich hier. Na, so. Kleinen Moment. So, jetzt haben wir wieder Batterien. Sicher ist sicher. Ich habe nicht keinen Bock, dass mein Pferd erschossen wird.
Warum sind wir auf dem Friedhof? Schon erledigt oder? Okay. Moment. Okay. Wo soll die jetzt hier sein? Okay. What you doing here, mister? I've come for you. A mercy mission. Your poor wretch of a man lost his mind. I seen him at Rascaller Fort. My man? My man's dead. Lawman shot him about a month ago. Shot him in the back, coming out of a cat house. Gave some of his medals. Just like I gave myself to that poor bastard. Unless you've been to hell, you ain't seen no man of mine. Then where is she? Who? Jeb's girl. Who's Jeb? Creepy kind of guy. Short black hair. Mustache. Oh, my, my. This is Lucy. This is Jeb's girl. Dumb fool. Took it off him about a week ago. Then you better come with me. Yeah. You better get her back to her man, huh? You gonna make my day. What a fine romantic you is. Well, come on then. All right, follow me. I tell you, being a real hero. I should never listen to that crazy fool. Mercy mission. Huh. So did Jeb offer you some kind of reward for this? No, man.
just like you, a real sweetheart. Jab strike you as being kind of funny? Most people out here strike me as being kind of funny. But Jab, he's a special type of funny, I'd say. Well, recht hat recht, ne? I agree with you, miss. You good, mister. I'm glad you find it so amusing. Hey there, Lucy. You excited to go back to your special land? Miss, are you speaking to that horse? Well, Jeff sees something in her, doesn't he? You think he's gonna have flowers waiting for her? There's some things I'd rather not think about. Let's go! Now that she's back with me. I remember a cold night that we spent together. Every night's been cold without you, my sweet thing. Oh, I thought I was sick in the head. I told you he was funny, mister. Life out here does that to people. I should know. My daddy kept goats. Ganz komischer Code. Ja, das muss ich aber erstmal verdauen, alles. Wir machen an dieser Stelle mal einen Cut. Ganz komische Liebe. Ja, gut. Falls euch die Folge gefallen hat, trotz des quinschigen Moments eben, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Auch gerne Feedback. Und ja, ich muss das jetzt erstmal verdauen, da, was ich da gerade gesehen habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.